Das Bettelweib. Ein armer Bauer ging einmal von Radstadt heim nach Altenmarkt. Unterwegs traf er eine alte Frau, die bitterlich weinte. Er fragte sie, was ihr fehle und ob ihr vielleicht ihr Korb zu schwer sei. Er werde ihn ein wenig tragen. Sie meinte, der Korb sei wohl sehr schwer, aber er könne ihn nicht tragen. Die Leute würden darüber reden. »Das kümmert niemand etwas«, erwiderte der Bauer, nahm den Korb und ging neben der Alten weiter. Als sie nach Altenmarkt kamen, staunten die Leute nicht wenig über den Bauer, dass er mit einem so zerlumpten Bettelweib daherkomme, und machten sich lustig über ihn. Sein Weib rief ihm schon von Weitem zu, »Ja, sag einmal, was bringst denn du heute da daher?« »Ein altes Bettelweib ist heut«, erwiderte er, »das gern eine Nachtherberge möchte.« Da wurde auch die Bäuerin freundlich. Sie führte die Alte in die Stube und gab ihr zu essen und zu trinken. Dann legten sie sich schlafen. Als der Bauer am nächsten Morgen aufstand, war das Bettelweib schon fort. Nur sein Korb war noch da. Der Bauer und die Bäuerin glaubten fest, die Alte werde schon noch kommen. Es vergingen aber Tage und Wochen. Doch die Alte kehrte nicht zurück. Der Bauer war neugierig, was in dem Korb drinnen sei, und machte ihn auf. Wie er aber hineingriff, zog er einen ganzen Pack Lumpen heraus. Er warf sie auf den Boden. Doch plötzlich hörte er es klingeln wie von Geldstücken. Er bückte sich, tat das Paket auseinander und fand einen ganzen Haufen Silbertaler darin. Jetzt war er ganz außer sich vor Freude, rief sein Weib, und beide dankten von Herzen der guten Frau Percht, die ihnen diesen Schatz beschert hatte. Ihre Not war für immer zu Ende.